Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Gronkhs unbebauter Karte, Teil 6. Wir starten diesmal von hier und diesmal wollen wir uns mit der Hühnerhöhle beschäftigen. Hier hinten ist die Bergbude. Hier steht später der Hafen. Hier ist die ehemalige Weizenanlage und dann müssen wir auch lang, um zur Hühnerhöhle zu kommen. Und da werden wir jetzt mal hingehen. Ah, die Elefanten. Sieht richtig gut aus mit dem Modpack, was ich hier habe. Also muss ich echt sagen, nicht schlecht. Könnte man glatt mit der Karte spielen. Aber diese Save und diese Mods habe ich... Nein, jetzt komme ich nicht raus. Nur drauf für die Aufnahme. Spielen tue ich damit nicht. Da habe ich meine eigenen Saves. Oder andere Saves. Wir müssen hier lang. Hier an diesen kleinen Wüstenstreifen oder Sandstrand. Und hier hinter, da kommen wir gleich so langsam Richtung Hühnerhöhle. Und ich muss schon mal sagen, der Eingang der Hühnerhöhle ist bei mir leider anders. Das hier unten wird auch noch interessant werden später. Aber später. Wir gehen mal außen rum. Und dann werden wir schon erkennen, dass hier ein paar Kleinigkeiten nicht stimmen. Dieser Berg müsste eigentlich, oder ist bei Gronkh, ein Schank zurück. Bei mir leider nicht. Kann ich auch nichts dran ändern. Ich bin so blockgenau gegangen, wie es ging in den frühen Alpha-Versionen, aber was nicht ist, ist nicht. Oh, guck mal, ein Pferd im Sand. Tjo, Treibsand. Dann gehen wir hier rum. So. Dieser Berg hier, der müsste weiter zurückliegen. Und diesen hier, diesen Schank, den gibt es bei Gronkh auch nicht. Und Gronkh ist dann hier, nämlich etwas zurück, weil der Berg, der dürfte normalerweise hier nicht sein, in die Hühnerhöhle rein. Tja, da ich aber hier zu viel Berg habe, komme ich hier nicht in die Hühnerhöhle rein. Ich muss woanders hin. Um jetzt nicht mehr ganz rumzulaufen. Ach, übrigens hier, kann ich auch nochmal eben zeigen. Gronkh hatte mal nach Gravel gesucht. Hier hat er das abgebaut, hier und hier. Dann gibt es hier so einen Durchgang. Ist bei mir natürlich nicht, weil ich natürlich so original lassen wollte, alles wie möglich. Und zu dem Eingang fliegen wir jetzt mal eben hoch. Jetzt habe ich keine Lust, da rumzulaufen. Dann müssen wir hier hoch. Ich zeige euch das nochmal eben. Hier, diesen Berg, den gibt es bei Gronkh nicht. Der ist nämlich hier abgeschnitten, da wo meine Fackeln gesetzt sind. Und dort ist nämlich auch der Eingang der Hühnerhöhle. Nicht von der Seite, sondern von oben. Und da gehen wir jetzt mal rein. Da ist er. Normalerweise käme man jetzt von hier rein. Aber bei mir geht's nicht. Dann gehen wir mal runter. Ach ja. Das hier hatte ich, kann ich mal eben aufmachen. Zugebaut. Bei Gronkh ist das offen. Ja, womit fangen wir an? Jetzt können wir natürlich links, rechts runtergehen. Zur Haupthöhle der Hühnerhöhle geht es geradeaus. Ich zeige euch mal den rechten Arm erstmal. Hier ist Gronkh auch lang gelaufen. Hat verschiedene Rohstoffe abgebaut. Und kam dann hier nicht weiter, weil Sackgasse. Ja, bei mir auch. Logischerweise. Dann das Ganze wieder zurück. Hier gehen wir noch nicht hin. Da war er dann später. Wir gehen dann zur Haupthöhle. Da müssen wir geradeaus. Ich hoffe, die finde ich jetzt. Die Hühnerhöhle ist übrigens wirklich eigentlich nur eine sehr, sehr kleine Höhle. Gegenüber den Höhlen, die Gronkh später bestritten hatte, vor allem die Mine. Also, ne, dass er sich hier verlaufen hat. Ja gut. Ich meine, man kann sich hier verlaufen, wirklich. Aber im Großen und Ganzen ist die Höhle wirklich recht klein. So, und jetzt muss ich mal gucken, dass ich
dass ich die Haupthöhle finde. Ich glaube, hier war die lange Sackgasse, genau. Hier ging es nicht weiter. Und ganz wieder zurück. Hier unten lang. Ja, genau. Hier war der Gravel. Hier müssen wir vorbei. Dann nach unten. Und von hier aus meine ich... Ach, da sind wir ja schon. Genau. Hier runter. Jetzt sind wir auf der gegenüberliegenden Seite der Haupthöhle. Und siehe da. Ups. Hier hoch. Da sind wir schon. Hier ist Gronks Haupthöhle. Hier habe ich natürlich auch einen Ofen aufgestellt, eine Workbench aufgestellt. Ich musste hier vieles abbauen, um Gronks Wege nachvollziehen zu können oder nachlaufen zu können. Ansonsten hätte das mit der Karte überhaupt nicht funktioniert. Hier ist übrigens noch ein Aufstieg, da geht es auch raus. So, jetzt sind wir hier in der Haupthöhle. Jetzt zeige ich euch mal den hinteren Teil hier. Ich glaube, hier müsste irgendwo so ein... Genau, hier ist ein Lavasee. Hier sind Diamanten. Ich glaube, die Diamanten sind falsch. Ich glaube, die hat Gronk hier nicht gehabt. Warum die allerdings hier auftauchen, weiß ich jetzt nicht. So, einmal zurück, einmal hochfliegen und wieder runter. Das war dieser kleine Seitenarm. Jetzt gehen wir hier von der Haupthöhle nach rechts. Gehen hier durch diesen kleinen Durchgang durch und haben links und rechts, links hier einen Lavasee und rechts hier einen Lavasee. Wo Gronk ja, sich hier rüber gebaut hatte, aber im Endeffekt nichts gefunden. Hier ein erneuter Lavasee. Was da hinten liegt, weiß ich nicht. Weiß Gronk auch nicht, weil er nämlich nicht da hingegangen ist. Hier ist er auch rüber. Hier war... Was hier? Ja. Ja, genau. Hier hat er einige Sachen abgebaut, die ich auch abgebaut hatte, weil ich die brauchte. Und hier hinter kommt man dann noch rein zu einem erneuten Lavasee, der aber auch recht uninteressant ist. Dann gehen wir mal wieder zurück zur Haupthöhle. Oh, jetzt muss ich gucken, wo der Durchgang ist. Hier. Also wieder. Und übrigens, das habe ich jetzt glaube ich noch vergessen. Das war doch hier, ne? Ja. Hier ist bei Gronk, bei mir leider nicht, hat er hier oben Diamanten übersehen. Da haben sich viele Leute drüber aufgeregt. Hat dann aber auch später, ich glaube, hier nicht in die Lava fallen, hier hinter der Lava, ich glaube, hier unten rechts in der Ecke, dann auch Diamanten gefunden. Und ja, das hatte ich jetzt vergessen, das wollte ich euch nochmal zeigen. Ja, jetzt sind wir wieder in der Haupthöhle. Jetzt, also ich glaube, das mache ich im nächsten Teil. Ja, mach das im nächsten Teil. Zeige ich euch, wo Gronk sich verlaufen hatte. Und eigentlich, wie einfach man eigentlich da rauskommt, beziehungsweise, ja, woher das Huhn kam und die Kuh bei Gronks Folgen. Er hatte sich ja gewundert, wo das Huhn herkam. Daher hat er auch diese Höhle hier den Namen Hühnerhöhle bekommen. Es ist eigentlich ganz einfach, wo es herkam. Man muss nur wissen, wo es herkam. Ich habe mich selber gewundert, als ich das damals rausgefunden hatte. War ganz lustig. Aber dazu später mehr, beziehungsweise im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.